schon wieder. Boah, bitte mal rechts ranfahren wie die Feuerwehr. Fahr weg, fahr weg. Warum werde ich immer von der Polizei verfolgt? Er hat gesagt, es gibt eine Strafe, nein, Spaß. Verfolgungsjagd! Mach die Musik bitte aus im Direktchat. Also im Direktchat nicht, aber im, keine Ahnung, irgendwas. Hallo, Akku! Verfolgt. Also ich hab überlebt, ne? Ich hab X gedrückt. Ich brauch, was? Wir brauchen Hardrock-Musik. Wieder belebt mich mal ganz kurz. Purukel Hardrock. Ich mach Hardrock an. Entschuldigung. Jawoll! Verfolgen die uns noch? Weiß ich nicht. Guck mal nach, bitte. Oh, da sind die. Die hinter? Oh Gott! Jawalla! Wir haben Jawalla gezündet! Wir müssen die abhauen? Nein, ey, haltet echt lieber an. Aber ich hatte das schon mal gemacht mit dem Zweiter, da war das kein. Fahr weiter. Tim, du bist gleich wieder am Leben. Ich wurde gezwungen. Guten Tag, die Herren. Haben die Cops echt für euch Jawalla gezahlt? Ja. Am Marktplatz. Was gibt's denn für einen Grund, hier gegen das Gesetz zu verstoßen gerade? Das da wäre? Ja, weiß ich nicht. Anhaltesignal missachten. Außerdem hier einfach durch die Gegend zu düsen. Nee, aber welchen Grund hatten sie denn, uns anzuhalten? Welchen Grund hatten sie denn, einen Beamten von der Feuerwehr anzuhalten? Also das geht sie eigentlich gar nichts an, ja, wenn ich als Polizist... Naja, nee, aber es muss ja einen Grund haben, wissen Sie, warum sie mich angehalten haben? Ja. Natürlich gibt es einen Grund, weil sie sich nicht an die Regeln halten, an der Straßenverkehrsregeln. Ja. Ach so. Außerdem muss man... Was machen sie denn, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade zum Einsatz unterwegs war und jetzt... Ja, dann können sie da nicht hin, sind jetzt von mir aus dem Dienst gestellt, solange wir jetzt hier die Kontrolle durchführen. Ja. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, weil wenn ich im Dienst bin und einen Einsatz mit Personenschaden habe, dann habe ich Sonderrechte und dann... Sie haben jetzt gar keinen Einsatz. Ja, aber wenn ich davor einen gehabt hätte, wissen Sie, dann hätte ich Sonderrechte gehabt und dann hätte ich mich nicht direkt an die Straßenverkehrsordnung halten müssen. Dann hätte ich über eine rote Ampel fahren können, wissen Sie? Hatten Sie aber nicht, wissen Sie? Wissen Sie? Mir sind die Gesetze sehr gut bekannt. Der Insel. Schließlich muss ich die auch durchsetzen. Sind Sie sich sicher? Absolut sicher. Sind Sie sicher, dass Sie eine Einweisung hatten auf Sonderwegerechte? Weil das, was Sie da gerade gemacht haben, war nicht gebrochen der Sonderwege. Ich denke mal, das war einfach mein Kollege, der ist ein bisschen betrunken. Ich glaube, Sie müssen mal eine Alkoholkontrolle machen. Ich denke, der hat sich das wieder. Ich wollte Ihnen nur noch was sagen. Sie haben wunderschöne Augen heute. Ja. Ich bin nicht gezwungen. Sie sollten Ihr Fahrzeug. Ach nee, das ist unser Fahrzeug, oder? Sollten das, ja. Ja. Ist Ihre Schuld. Hätte ich Ihnen einen Strafzettel ausstellen müssen? Ich denke nicht, dass das möglich ist. Ich bin verbeamtet. Wir bekommen beide vom Staat Geld. Deswegen können Sie sich einfach an den Staat melden, wenn Sie da Geld von mir haben wollen. Ja. So. Bonjour. Gut. Wer ist jetzt der Fahrer gewesen von den beiden? Ich. Okay, gut. Sie erhalten Strafzettel von 170.000, ja. 170, so viel verdiene ich ja nicht mal im Jahr. Ja, können wir auch nur das. Was passiert, wenn ich es ablehne? Ja, Sie haben noch zweimal, wenn Sie es noch zweimal ablehnen, dann werde ich Sie festnehmen. Genau. Dürfen Sie das? Dann kommt Sie an den Knast. Dann darf Sie ins Gefängnis. Ja, und danach werde ich auf jeden Fall die Wehrleitung informieren. Ah, das ist ja cool. Straftaten sind meines Erachtens als Feuerwehr auch nicht erlaubt. Ne? Gut. Was? Warum sind Sie denn also aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Ich bin. Aber warten Sie mal, bevor Sie mir jetzt nochmal den dritten Strafzettel andrehen und Ihr ganzes Papier verschwenden. Wussten Sie, dass Ihr Motor an ist und dass das ziemlich umweltverschmutzend ist? Ja, leider. Ich hoffe auch, dass ja, dann machen Sie das mal lieber erstmal aus. Ich möchte bitte, dass Sie das erst ausmachen, dann werde ich auch den Strafzettel bezahlen. Machen Sie das weiter, ich mach schon. Sie sind gerade nicht in der Position, hier irgendwas zu wollen. Ja. Sie sind gerade schuldig da einer Straftat. Sie haben übrigens eine hübsche Hose, muss ich sagen. Das sind ja nicht Ihre Einsatzfahrzeuge. Ja. Okay. Herr Kollege, jetzt kommen Sie mal bitte da runter. Kommen Sie mal bitte wieder raus, nicht, dass Sie sich hier dann noch eindrücken.
Also entscheiden sie sich. Nicht ewig Zeit. Ja, sie haben uns angehalten. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Gut. Nochmal geweigert. Sie haben jetzt dreimal geweigert. Das heißt, sie können oder wollen die Strafe nicht zahlen. Dann kommen sie halt ins Gefängnis, ja. Ist das so? Okay. Dass sie ins Gefängnis, dass sie ins Gefängnis bekommen. Ja, das ist interessant. Was? Ja, würde einmal mit dem Fahrzeug einsteigen, hinten. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Dann bist du getasert. Ja. Dann werden sie getasert, solange bis sie es tun. Darf ich überhaupt getasert werden von ihnen? Ist das nicht Beamtenbeleidigung? Das ist keine Beamtenbeleidigung. Angriff auf. Aber sie wissen, dass ich verbeamtet bin. Sicher, dass sie das dürfen? Ja, ich werde hier das Gesetz durchsetzen. Komm, was wolle. Also sie wollen das Gesetz durchsetzen. Oh, cool, dann machen wir das. Tasern Sie mich bitte. Gut. Okay, ein Taserschuss, Feuer frei. Ins Gesicht. Das war lustig. Dann bitte jetzt. Nicht fesseln. So, sind voll wie... Hallo. Das ist falsch, würde ich mal sagen. Das war irgendwie lustig. Können Sie das nochmal machen? Ja, nee. Können Sie bitte nochmal von mir weggehen hinter, sonst werden Sie auch festgenommen. Stellen Sie mir einen Strafzettel aus. Kann es sein, dass Ihre Waffe irgendwie aus Plastik ist? Sie sieht so richtig künstlich aus. Ey, müssen beide auf mich ziehen, dann kommt man wieder runter, ohne Witz. Ich wollte schon immer mal in einem Polizeifahrzeug fahren. Das fühlt sich an wie ein neues Leben, wissen Sie das? Das ist wunderschön. Hätten sie einen Strider, hätten sie einfach rüberfahren können, wussten sie das? Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie auch gegen Gesetz verstoßen, wenn Sie hier in der Polizei nicht sprechen. Guck mal, da rennt einer rum. Da rennt einer rum. Da hinten, ja, da. Ich darf hier reinkommen. Ich bin hier öfters jetzt und verhalte mich mit polizeilichen Kollegen. Nein, Sie dürfen hier nicht sein. Wenn wir keinen Einsatz hier haben, dürfen Sie hier nicht der sein. Der hat hier einen Einsatz. Es geht um mein Leben. Ja, ja. Und um das ja, des Typen da hinten. Ich bin dann zu verlassen. Meine Vorgedingster meinte, ich soll hier bleiben. Vorgedingster? Okay, mein Vorgedingster meinte nämlich, dass sie jetzt das Gelände verlassen sollen, ansonsten wird es hier rausbringen. Und wir haben sie ja die Handschellen aufbekommen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sagen Sie bitte nicht meine Vorgedingster. Eine aggressive Handlung. Mensch, was sind Sie denn so launisch heute? Haben Sie doch mal ein bisschen Sinn für Humor. Ja, gut, dann müssen wir das anders machen. Ich hab da jetzt eigentlich kein Problem mit, ich bin halt Profi. Ja, ja. Ja, dann machen wir das anders. Dann fliegen wir sie einfach rein. Haben Sie denn da? Also ich gehe auch freiwillig, also von daher. Ja, was aus. Tschüss. Ja, das müssen Sie jetzt auch. Ja, dann machen wir das. Wo müssen wir überhaupt hin? Los, dann gehen wir mal zum Heliport, vorne zum Heliport. Heliport, okay. Anja. Naja, ich komme jetzt mal mit Ihnen mit. Ich glaube, als Oberkommissar haben Sie ein bisschen mehr zu sprechen. So, das war schon die Abholung. So, einmal hier Plätze nehmen. Sie können rein, wenn Sie wollen, falls Sie da sich nicht festhalten wollen. Ich kann nicht einsteigen, wenn ich gefesselt bin. Also meine Füße sind ja nicht gefesselt, deswegen kann ich noch gehen, aber meine Hände sind halt gefesselt. Mensch, was für ein Luxus. Wie ist denn das eigentlich jetzt rechtlich, wenn ich jetzt einfach so mitten im Flug abspringe? Rein rechtlich, ja, würde ich Ihnen eine ganz schöne Backpfeife geben für die Aktion.
Und also sonst? Nach der Backpfeife, die sie selbst erhalten, so wenn sie da unten im Wasser aufprallen. Ja, jetzt ist er nicht mehr ein Kollege Fieser, wie soll sie denn erleiden? Backpfeife, wenn sie schon verstorben ist. Ich bin ja dann einfach instant tot, wissen Sie? Und dann können sie mir gar nichts mehr, wenn ich tot bin. Instant tot? Ist das sowas wie Instant Kaffee? ja, genau. Wenn man Instant Kaffee trinkt, dann ist man instant tot. Und da ich eh gleich verdurste, weil sie mich hier draußen einfach so verdursten lassen, dann ist es eh gleich vorbei mit mir. Na, wenn sie nicht dafür sorgen, dass sie genug Verpflegung mit sich bringen in ihr Dienst, dann haben wir dafür keine Haftung. In ihr Dings. Ja, sie sind jetzt hier brauchen meine... Sie denn etwas? Also ja, ich nehme gern was. Ich hätte gerne eine Pizza und eine große Pommes und eine Cola. Ich glaube, damit kann ich nicht dienen, tatsächlich. Können wir bei KFC kurz halten? Das ist ein Angebot. Nee, unsere Knastkantine ist schon ganz angenehm. Warum haben sie einen Spielplatz in der Knast, in ihrem Knast? Ich würde mich... Nachbehandeln können Sie gerne. Sagen Sie mal, warum sehe ich denn alles so verschwommen hier? Ja, was ist neben passiert? Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in irgendwie rausgefallen, scheinbar. Rausgefallen? Sie haben mich rausgeschubst, das weiß ich ganz genau. Sie haben mich aus dem Helikopter geschubst, ich erinnere mich. Vor allen Dingen, weil sie hinten auf der Bank saßen und sonst niemand in der Nähe von ihnen saß, außer ihr Kollege. Doch, der Co-Pilot, der hätte aus dem Fenster rausgreifen können. Hab ich genau gesehen. Ja, aus dem Fenster raus und den Helikopter rum und dann schubsen, ne? Ja, dann eben der Pilot, wenn sich der Co-Pilot war. Also ich habe kein Interesse, sie rauszu... Also ja, das sagen sie alle, sie wollen mich nur loswerden. Ja, dem schließe ich mich an. Sie werden gleich da vorne eingesperrt in der Kuppel und dann, ne? Und dann? Alles weiter. Also ich wollte das eigentlich schon immer mal mitmachen, das klingt eigentlich ganz interessant. Kann ja hier bleiben. Ja, das ist doch cool, dann machen wir das doch gleich. Ja, aber nur mit meinem Anwalt, bitte. So. Der ist erst in 2 Tagen wieder da. Ja, Anwälte brauchen wir nicht hier. Polizeistaat. Das ist ein Menschenrecht. Also sie werden erstmal sowieso in Gewahrsam genommen, vorläufig. Ja, das heißt, der Anwalt kann sie dann besuchen und alles weitere mit ihm bereden. Ich glaube, ich gebe ihnen da einfach eben nochmal eine Behandlung drauf. Das ist eine gute Idee. Muss erstmal durch einen Richter durchgehen, ne? Wie bitte? Wie lautet denn ihre Anklage? Gut. Alles klar. Na dann, kommen Sie mal mit, Gefangene. Ich kann nichts sehen. Achso. Kollegen, drücken Sie mal. Dann folgen Sie seiner Stimme. Immer der Stimme. Richtig. Ich kann auch nicht hören. Kommen Sie hier lang. Stimme. Hier ist die Stimme. Falsche Stimme. Ich gebe Ihnen einfach auch nochmal eine Behandlung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, vielen Dank. Sie genießen die Behandlung ja richtig. Also, das habe ich ja gesehen. Ja, so ist das mit den Polizisten. So, guck mal, jetzt kann ich auch wieder was sehen. Oh, ein schöner Spielplatz ist das hier. Darf ich da einmal durchlaufen hier? Ja, würden Sie machen. Können Sie schon mal einüben zu Ihren Freiheitszeiten. Freigang. Oh, da vorne ist noch sowas. Hier auch nochmal, genau. Schön, machen Sie das. Aber passen Sie auf, nach einer bestimmten Zeit ist das ausgelutscht und Sie werden noch ein bisschen hier drin bleiben. Ach ja, ich werde schon ausbrechen können. Na denn, sind Sie bereit? Haben Sie alles, was Sie abgegeben? Oder lesen mal hier alles hin, was Sie nicht brauchen? Ich brauche alles. Wie soll ich denn sonst ausbrechen? Alles. Okay, dann stellen Sie sich bitte einmal eine Tür. Versuchen Sie mal. Aha. Mit dem, genau, zur Scheibe. Okay, gut, Kollege. Einmal die... Bleiben Sie mal... Da mit den Augen vorne. Nee, bleiben Sie mal hier. Taser. X-Taser, nein. So Taser. Ganz gut, nein. Sofort stehen bleiben. Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Naja, sicherlich nichts dagegen, wenn ich den Hügel nehme, oder?
Ja, doch, ehrlich gesagt haben wir da was dagegen. Also irgendwie hat das wehgetan, das war gemein. Ah, loslassen! Ganz sicher. Ja, ich krieg da wieder mit euch raus, Jungs, ne? Hallo, wenn Sie mich? Hängen Sie irgendwie an mir dran? Ich glaube, ich muss auch gleich. Tja, ja, das sind meine geheimen Kräfte als Feuerwehrfrau. Ja. Okay. Ach, kommen Sie da nicht rein? Kommst du da nicht rein? Oh. Doch. Wie das aussieht. Ich kann aber die Türen öffnen.